Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Far Cry Primal. So, Dalle, wir gehen jetzt mal in die Höhle des Narbenbären. Wie versprochen, die scheint auch relativ groß zu sein. Ja, mit vielen Verschachtelungen und weiß der was. Lassen wir uns mal überraschen. Die Plaschka-Höhle. Ist das der Ort? Ja. Nee, das ist nicht der Ort. Das ist noch ein ganz anderer Ort da oben. Okay. Plaschka-Höhle. Jage den großen Narbenbären. Mach ich ja. Ledermäuse! Ledermäuse! Ich will ja nichts sagen, aber die Höhle hier ist geil. Da ist er ja, unser Freund. Okay, am besten ist, wir stellen wirklich mal eine kleine Falle auf. Nur mal so, um sicher zu gehen, weil er kommt nämlich schon wieder. Komm her! Komm her! Komm schon! Lenk ihn ab, Tiger! Los, wir locken ihn nochmal in eine Falle. Sicher ist sicher. So, Falle hergestellt. Tigri! Tigri! Komm her! Wir locken ihn in die Falle. Zack! Oh. Oh, oh. Ich würde sagen, mein Tiger hat es hinter sich und ich habe nicht genug Zutaten, um genug Sachen zu bauen. Stirb! Sau. Irgendwie... Was? Ach, der verfolge den Flüchtenden. Er haut schon wieder ab. Hier, halt dich nochmal. Sicher, sicher. So, der Bär haut schon wieder ab. Was? Seltene Federn? Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege hier vielleicht noch ein paar andere Sachen. Okay, da sind noch ein paar Pfeile. Stimmt ja, wir haben ja noch unseren Doppelbogen. Damit müsste es doch gut gehen. So. Ah, er ist abgehauen. Komplett aus der Höhle raus. Gut, dann heißt es wohl hinterher. Na, ihr Isila-Pfeifen. Habt es nicht geschafft, hä? Hey. So, weit kann er ja nicht gekommen sein, theoretisch. Wow. Boah, das sieht gerade aus voll wie bei Skyrim, ey. Boah. Das sieht aus wie dieser Hain von Kühne. Falls das noch jemand kennt von Skyrim. Ah, shit. Du Sau, greifst sofort wieder an. Na komm, dich haben wir gleich. So, nochmal schön auf die Augen zielen. Bam. So. Was? Du wirst mir ein guter, treuer Freund sein, mein Freund. Hey. Oh. Boah, das sah jetzt ganz kurz. Ich frage jetzt mal nicht, aber bleiben die Pfeile da stecken? Das sah jetzt ganz kurz so aus, als würde er sich nicht von uns zähmen lassen wollen. Aber er ist ja eigentlich ganz lieber, ne? Ein ganz lieber, kleiner, großer Narbenbär. Ach du Scheiße, hat der echt viele Narben. Ich mach mal kurz ein bisschen Licht. Oh, der mag kein Licht. Damit wir uns den Burschen mal genauer ansehen können. Boah, der hat schon etliche Kämpfe hinter sich. Ach du Heilige. Vor allem die ganzen Dinger, die da drin stecken. Ich glaube, die bleiben. Kann ich auf dir reiten? Ey, du bist zu groß, ne? Du bist ungefähr doppelt so groß wie ein normaler Braunbär, ey. Leck mir im Arsch. So, aber mal eine ganz andere Frage. Wie kommen wir jetzt hier am Blödsinn wieder raus? Ich würde mal schwer behaupten, auf demselben Weg, wie wir reingekommen sind. Fledermausland! Nein! Ja, ich würde schwer behaupten, auf demselben Weg, wie wir reingekommen sind. So, wie schaut's denn aus? Zieht im Kampf gegnerische Angriffe auf sich. Ja. Und er ist im Schleichen schlecht, das ist klar. Tempo ist so mittelmäßig, aber die Stärke ist halt voll. Aber die Stärke hat er auch voll.
Hm. Und dafür ist er hier gut im Schleichen eigentlich. Aber auch nicht so gut wie er hier. Das ist natürlich interessant. Jetzt fehlt nur noch der Schneewolf. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal hier wieder raus. Und beim nächsten größeren Angriff werde ich den mal verwenden. Unseren Freund hier. Ich lasse ihn jetzt erstmal ausruhen. Der hat jetzt böse einen von uns auf die Schnauze gekriegt. Der muss das erstmal verkraften. Ja, ist so. Oh, überall Fledermäuse. Aber das sieht cool aus. Das sieht so cool aus, wie hier das Licht dann so reinscheint. Boah. Aber perfekt gerade. Im perfekten Augenblick gerade hier vorbei gelaufen, ey. Oh, ist das schön. So, wie kommen wir hier wieder raus? Hier. Hier sind wir reingekommen. Ja. Hier sind wir definitiv reingekommen. Warte mal. Ist hier noch was an Rohstoffen? Fleisch ist gut. Tierfett auch sehr gut. Tasche für Fleisch fast voll. Halt, da war noch was. Ich will nur... Ja, genau, das wollte ich. Hartholz. Gut, dann haben wir hier den Bereich auch schon wieder fast komplett. Hier vorne ist noch so eine Avenger-Helfen-Befreiungsmission. Das könnten wir mal schnell annehmen. Wenn wir jetzt eh schon hier oben sind, da ist wieder so ein Wolf. Das ist aber kein Schneewolf, ist nur ein Weißwolf. So, sind die Leichen noch da? Ja, ich glaube, die bleiben für immer. Ja. Ja. Wow. Da unten ist nämlich dann auch... Ich wollte nur mal nachts mal in den Himmel gucken. Ich hab das noch nie so wirklich gemacht. Ich habe mir nachts noch nie hier den Himmel mal so ein bisschen angeguckt. Ah, das dürften wir doch jetzt mal überleben, oder? Sehr schön. Ist das schon gleich die Mission? Ja, okay. Ja gut, wenn es halt gleich die Mission ist, dann machen wir halt gleich die Mission. Dann haben wir es hinter uns. Außerdem habe ich aus Versehen vorhin einen Venger getötet. Es war ein Unfall. Und deswegen brauchen wir auch wieder einen. Ah, okay, die Höhle. Ach, die singende Höhle? Ach so, ich verstehe. Okay, warte mal, dann nehmen wir mal den hier. Und wir nehmen mal ihn hier. Und schleichen uns jetzt mal aber wirklich an. Beim letzten Mal ist es ja nicht ganz so geglückt. Okay. Wir wissen ja, wir könnten theoretisch hier rum reingehen. Oder war das hier? Shit. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Der ist schon mal weg. Auch weg. Da oben ist doch noch einer. So, der ist auch weg. Klappt bis jetzt noch relativ gut. Bis jetzt ist noch alles im grünen Bereich. Oh, ducken, 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 ducken. Ja, komm, bleib stehen. Oh. Ah, oh, verdammt der Scheiße. Komm schon. Ah, oh, das war knapp. Da oben ist noch irgendwo einer. Da sind noch zwei. Ich sehe gerade keinen, aber ich weiß, die sind hier. Irgendwo muss noch einer sein. Ich weiß nicht genau wo. Wir gehen jetzt erstmal da hoch. Ganz vorsichtig. Okay, den haben wir gekillt. Wo ist der Kerl, der hier noch rumeiert? Ist der unter? Ach, da unten. Gut, der ist auch weg. Das heißt, wir haben jetzt schon mal ein paar weniger. Das ist schon mal gut.
müssen nur vorsichtig weitergehen. Aha. So. Eins. Zwei. Zwei Stück. Oh oh. Kümmere dich mal um ihn. Shit, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? So, den haben wir auch. Ah! Wir haben es geschafft, wir haben sie alle gerettet, oder? Boah, das war jetzt gerade kurz so ein bisschen. So einen ganz kleinen Augenblick habe ich jetzt gedacht, boah, das wird nichts. Aber irgendwo müssten noch hier noch Gefangene sein. Ach da, da liegt ja einer auf Boden. Ist hier nicht noch. Das waren doch sonst immer vier. Oder? Ich möchte jetzt niemanden hier einfach in der Höhle liegen lassen, der jetzt einfach so am Boden liegt. Das wäre schon ein bisschen mies, oder? Also, der da ist weg, der da ist weg. Sieht. Ach da! Na also, siehst du, und schon haben wir alle. Gut. Na also, dann haben wir das ja auch relativ zügig, relativ schnell abgeschlossen. So. Jetzt können wir erstmal hier wieder raus. Ah, ist schon wieder Tag geworden. Das ging schnell. Und jetzt schon wieder. Na klar. Ja. Aua! Gut, halt! Scheiß Jack! Ja, viel Spaß mit eurer Beute. Gut, okay, das heißt, das hier haben wir jetzt auch. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Wir erobern jetzt den hier. Wir müssen es auch wieder heimlich machen. Ich sag mal so, ich versuche es. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Die Sealer sind da einen Tick härter als bei den Udam. Obwohl es ja eigentlich auch keinen Unterschied machen sollte. Aber trotzdem, die sind nicht ohne. Und ich hole mir auch gleich mal hier das Lagerfeuer, weil dann haben wir nämlich auch einen Respawn-Punkt, falls wirklich was schief geht. Nicht, dass was schief gehen würde. Bei mir klappt ja immer alles auf Honey. So, wir gehen mal direkt hier hoch. Das dürfte eigentlich ein guter, schneller Weg sein. Theoretisch. So, schön festhalten. Na, komm. Und. So. Da müssen wir dann natürlich erstmal gucken, wie viele jetzt dort oben dann eigentlich wieder sind. Weil das ist nämlich das, was ich immer nicht weiß. Wie viele Gegner eiern hier in dem Gebiet eigentlich rum? Dazu haben wir aber unseren kleinen Scout aus der Luft. Direkt über mir zum Beispiel steht schon wieder einer. Den hätte ich jetzt vorhin beinahe gar nicht gesehen. Sieht aber so aus, als wären hier theoretisch jetzt nur drei. Vier. Vier sind hier. Das ist der Alarmrufer. Und wisst ihr was? Wir haben doch so eine kleine Stachelbombe. Ja. Die schmeißen wir jetzt einfach mal hier ab. Und kümmern uns jetzt um ihn hier. So. Jetzt müssen wir uns nur noch um ihn hier kümmern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie gucken, wie ich da hochkomme. So, ganz vorsichtig. Schön um die Ecke gucken. So, perfekt. Ich war gerade mal kurz gespannt, ob das funktioniert. Das müsste ja jetzt wohl heimlich gewesen sein, oder nicht? Also, wenn das jetzt nicht als heimlich galt, dann weiß ich auch nicht. Alter, der hat viele Pfeile geschluckt. Tada!
Tada! Einmal Foi Foi. Jawohl. Du erhältst 900 XP. Ja, aber ich habe keinen Bonus für Schleichen bekommen, stimmt's? Dachte ich mir. Oh, Schweine. Na also. Ja, so langsam erobern wir uns hier unser Gebiet. Würde ich mal schwer behaupten. Es fehlt nur noch hier oben dieser kleine, unbekannte Ort, der mir gerade nicht angezeigt wurde, beinahe. Und dann nur noch die Daisha-Hand und dann war's das schon wieder. Das schaffen wir sogar noch, wenn ich mich beeile. Und wir müssen nur gucken. Ich muss nur gucken, dass ich den Weg richtig treffe. Also in die Richtung. Ah, verstehe. Ich verstehe. Oh nein. Okay. Anderer Weg? Anderer Weg. Anderer Weg ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. So, da mal runter und da mal. Ich scheiße jetzt auf den Enterhaken. Ja, perfekt. Ausnahmsweise hat es mal geklappt. So, was ist da schon wieder? Ah, okay, verstehe. Na, oh, das geht ja jetzt ganz easy. Einen Moment. Da, 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 da. Bam. Und. Plopp. Und Feierabend. So, du bist der Avenger, den ich vorhin getötet habe. Quasi als Ersatz. Der kommt jetzt dazu. Was ist da vorne? Was ist das für eine Mission hier? Avenger-Ereignis abgeschlossen. Ach, das ist eine Verteidigungsmission. Und den Ort haben wir jetzt auch noch entdeckt. Tja, und was ist das jetzt? Schütze die Avenger vor Angriffen. Ach, die kommen alle dadurch. Na, das trifft sich gut. Wisst ihr was? Da testen wir mal unseren neuen... Ah, okay, ich verstehe. Da testen wir unseren neuen Kameraden. Ja, der mischt auch schon groß mit. So, und wir kümmern uns um die hier. Zack! Der Splitter hat gesessen, aber sowas von. Wie? Bärchen tot. Was ist denn das für Beschiss? Kusch! Wieso ist der tot? Was hält denn der aus? Gar nichts. Voll die Backpfeife. Selbst der Tiger hält mehr aus, oder was? Oder warst du noch verletzt? Das weiß ich nicht. Wenn du noch verletzt warst, dann tut's mir leid. Oder vielleicht muss er sich erst an uns gewöhnen. Vielleicht muss ich auch mehr Befehle geben. Greif an! Wow. Okay, gut. Er ist doch stärker als erwartet. Ich muss ihm nur Befehle geben. Das ist der Unterschied. Aber wieso haben die Avenger bitteschön hier oben so ein Jägerlager aufgebaut? So am Arsch der Welt. Na, wo bleiben sie? Dachte ich mir doch. Teddybär! Flup, 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 flup. Kümmere dich da drum. Ich kümmere mich um den da. Oder die da. Das war ein gezielter Schuss in den Busch rein. Angriff! Komm, ich will das mal aus der Nähe sehen. Na gut, das war jetzt nicht so spektakulär. Ich hab's eigentlich gedacht, er macht wieder so einen schönen Finisher. Finisher. So, kriege ich da nochmal ein bisschen Zeugs. Steinsplitter, Zeugs, Zeugs. Alles klar. Kommt noch eine Welle? Ja, es kommt noch eine Welle. Angriff! Angriff! Und ich kümmere mich um die hier. Feuer! 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 Oh, daneben. Feuer! Aua. Oh, wer schießt denn auf mich? Erwischt. Oh, fuck, ich bin fast tot. Ganz knappe Geschichte. Na, also, Avenger geholfen, sehr schön. So, kriege ich jetzt bitte noch ein paar Rohstoffe, damit ich mir auch wieder die verlorenen Güter wieder zurückerstatten kann. Also, Fazit zum Höhlenbär. Er ist stark, ja. Hält jetzt nicht so viel aus, wie ich gedacht hätte. Ich habe eigentlich gedacht, es müsste voll der Mega-Tank sein.
Aber Pustekuchen. Ja, wir gucken jetzt mal, was hier oben noch ist. Aber, naja, es ist halt nun mal ein Bär. So, hier oben, was gibt's hier noch für seltene Rohstoffe? Dachsfell. Dachsfell. Naja, Dachsfell halt. Aber ansonsten gibt's hier jetzt eigentlich auch nichts weiter. Würde ich mal schwer behaupten, oder? Ich höre ein paar Krähen. Pfeile ist gut. Können wir eh gebrauchen. Ich habe gerade eben wieder einen Arsch voll Pfeile verschossen. So, gerade vor allem an den hier. Der hat ja gefressen wie sonst was. So. Gut, dann gucke ich mal schnell auf die Karte. Ja, dann würde ich sagen, nur noch die Daija-Hand und dann war's das. Dann ist das große Gebiet mit dem großen Narbenbären auch schon wieder abgeschlossen. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Man hat nicht mal 5 Minuten seine Ruhe hier. Mann. Au, das hat mir getan. Ich habe eigentlich gedacht, ihr lasst mir noch einen übrig. Aber okay, wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht. Wieso denn schon wieder heilen? Komm. Also. Das ist wieder so eine typische Sache. Aha. Wen haben wir denn da? Bleib stehen. Bleib stehen. Zack. Entschuldigung. Aber naja. Ein Schweinchen. Gut, dann... dann reiten wir jetzt mal los zur letzten Daija-Hand hier in dem Gebiet. Und dann haben wir das große, böse Gebiet hier abgeschlossen, wo ich mich die ganze Zeit vorgedrückt habe. Ich gebe es zu. Aber wir haben es. Und es ging schneller als erwartet. Das ist der Hammer. Was ist denn hier schon wieder? Verteidigung auch nicht schon wieder. Ja, okay. Ich muss mich mal kurz heilen. So. Ach du Scheiße. Die immer sofort mit ihren Brandgeschossen. Noch mehr? Moment. Wer versteckt sich denn da? Denkst du, ich sehe dich nicht? Denkst du, ich sehe dich nicht? So. Immer diese Isila. Denken immer, ich würde sie nicht sehen. Gut, dann holen wir jetzt noch die letzte Daija-Hand. Daija. Daija-Man. Daija. Ach da. Ich habe gerade schon gedacht. Ups. So. Und Touch. Ich denke. Wo ist es denn? Ich glaube, das war ein seltenes Wildschwein, sonst hätte es nicht angegriffen. War ein stinknormales. Toll. Hat sich ja voll gelohnt. Gut, 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 gut. Ah, schon wieder. So, mal ganz schnell ausgelöscht. Das war's von dem Gebiet hier. Es ist... Ja, okay, gut, wir haben da noch 2 Missionen. Stammeskonflikt töten und Stammeskonflikt vernichten. Ja, gut. Ich meine, könnten wir noch machen. Ich weiß jetzt nicht genau. Finde und töte und ich suche gefährlichen Gegnern. Ja, ja. Ich meine, okay. Wisst ihr was? Nehmt's mir nicht übel. Aber die 2 Missionen, sowas haben wir ja schon 10.000-fach gesehen. Das mache ich jetzt offscreen, dann ist das Gebiet hier fertig. Und nächste Folge machen wir dann hier am besten weiter. Direkt hier und gehen dann einfach mal so langsam Schritt für Schritt hier runter. Und bilden wieder eine Linie mit dem Gebiet hier drüben. Das dürfte doch mal ein Plan sein, oder nicht?
Gut, dann bedanke ich mich erst einmal wieder mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.